Das ist die Tudor Blackback Chrono und in diesem Review verrate ich dir alles, was du zum Tudor Chronographen wissen musst. Von Design, Maßen und Qualität bis hin zur Technik, Preisen sowie allen Pro und Kontras. Außerdem zeige ich dir die Uhren nicht nur in der neuen blauen Variante sowie in Pink, sondern auch in den klassischen Farben Schwarz und Weiß. Nach diesem Video sind keine Fragen mehr offen, denn das ist das ultimative Review zur Tudor Blackback Chrono. Bevor wir starten, möchte ich mich bei der Tudor Boutique in Frankfurt bedanken, die mir alle Uhren aus diesem Video zur Verfügung gestellt hat. Wenn du mal in Frankfurt bist, frag gerne nach Joao Tafras und sag liebe Grüße von mir. Das freundliche und kompetente Personal freut sich auf deinen Besuch. Das Design der Tudor Blackback Chrono orientiert sich mit dem Gehäuse und den Taucherindizes an das der Standard Blackback. Gleich vorweg, diese Uhr hat designtechnisch nichts mit der Rolex Daytona zu tun. Die Tudor Blackback Chrono besitzt eine völlig andere Designsprache als sein Rolex-Gegenpart und wie die Standard Blackback auch, ist auch die Chronographen-Variante durch und durch Vintage inspiriert. Vergleiche sind in diesem Fall also völlig unangebracht. Die Tudor Blackback Chrono ist eine Uhr, die völlig für sich alleine steht. Sogar noch mehr als die Taucherversion der Blackback. Mittlerweile gibt es die Uhr nicht nur in den klassischen Farben Schwarz und Weiß, sondern auch in Pink und Blau. Zusätzlich gibt es zwei Varianten in Stahlgold. Typisch für die Blackback Chrono sind die Kontrastfarben der Totalisatoren, die im kompletten Gegensatz zum restlichen Zifferblatt stehen. Das unterstreicht nochmal den Vintage-Gedanken und erinnert an alte Chronographen aus den 60er und 70er Jahren. Bevor wir mit den Maßen der Uhr weitermachen, möchte ich auf ein paar Besonderheiten eingehen, die du über die Tudor Blackback Chrono wissen musst. Die schwarze, die weiße und die pinke Variante sind bei allen Tudor-Händlern erhältlich. Bei der blauen Version handelt es sich hingegen um eine Boutique-Only-Edition. Das heißt, dass du die Uhr nur in eine Tudor-Boutique kaufen kannst. Die Uhr ist jedoch, wie die schwarze und weiße Variante auch, nicht limitiert und ganz normal verfügbar. Im Gegensatz zur pinken Version, die doch recht selten ausgeliefert wird. Das war es aber noch nicht mit den Besonderheiten. Die weiße und die schwarze Variante sind nur am dreigliedrigen Stahlband sowie an Leder- und NATO-Bändern erhältlich, die pinke und die blaue Version hingegen nur am fünfgliedrigen Stahlband. Das dreigliedrige Armband der Tudor Blackback Chrono besitzt noch die alte Schließe. Das heißt, dass die weiße und schwarze Variante aktuell ohne T-Fit-Schließe auskommen müssen. Diese gibt es nur in der pinken und der blauen Version. Die Maße der Uhr sind ein wichtiges Thema, denn die Tudor Blackback Chrono ist als etwas größere und auch wuchtigere Uhr bekannt. Der Chrono hat einen Durchmesser von 41 mm. Der Lug-to-Lug, also der Abstand von Horn zu Horn, beträgt 49,9 mm. Die Dicke kommt mit 14,4 mm daher und der Bandanstoß beträgt 22 mm. Dank den 41 mm Durchmesser und dem Lug-to-Lug unter 50 mm sieht die Uhr auf meinem 17 cm Handgelenk gerade von der Draufsicht absolut stimmig aus. Allerdings ist die Uhr durch den Bandanstoß, der Dicke und auch den abstehenden Chronographendrückern etwas wuchtiger geraten. Die Dicke ließ sich auf dem Papier schlimmer als es letztendlich ist, das Wuchtige steht der Uhr sehr gut und das Gesamtbild auf dem Handgelenk passt. Trotzdem solltest du bei der Blackback Chrono entweder ein stärkeres Handgelenk haben oder generell größere und wuchtigere Uhren mögen. Am besten sieht die Uhr objektiv betrachtet aus, wenn du ein Handgelenk ab ca. 17,5 cm hast. Hast du ein Handgelenk, welches größer ist, wird die Uhr an dir hervorragend aussehen. Hast du ein Handgelenk wie ich, also um die 17 cm, sieht die Uhr auch noch gut aus. Hast du hingegen ein kleineres Handgelenk als 17 cm, dürfte die Uhr definitiv zu groß für dich sein. Am wichtigsten ist es aber, und das sage ich immer wieder, was dir selbst gefällt. Gefällt dir das Review bis jetzt? Dann zeig mir das unbedingt mit einem Like. Damit sagst du YouTube, dass es sich lohnt, sich dieses Video anzusehen und sorgst dafür, dass es noch mehr Zuschauern vorgeschlagen wird. Ich danke dir. Bevor wir zur Technik kommen, will ich nochmal auf die verschiedenen Farben der Tudor Blackback Chrono eingehen. Dafür gehen wir auch raus ans Tageslicht, damit du den bestmöglichen Eindruck zur Uhr bekommst. Die schwarze Variante ist die, die wohl zu allen Outfits und auch zu jeder Situation passt. Ich persönlich finde diese Variante am schönsten, die weiße Panda-Variante finde ich hingegen tatsächlich am wenigsten gelungen. Ich glaube, dass man hier die Indizes hätte schwarz umranden müssen, dann hätte das etwas besser ausgesehen, so gehen sie etwas unter. Die pinke Version gefällt mir persönlich sehr gut. Ich finde die Farben Pink und Schwarz extrem gelungen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich als Kind ein Riesenfan von Bret the Hitman Hart war, aber ich finde, dass die Farben perfekt miteinander harmonieren. So eine Farbe sieht man bei Uhren auch recht selten, trotzdem ist das nicht zu viel des Guten. Die blaue Variante ist die einzige mit einem seidigen Sunburst-Zifferblatt. Das sieht je nach Lichtverhältnis immer ein klein wenig anders aus und bietet dadurch optisch die meiste Abwechslung. Gerade die pinke und die blaue Version wirken im Tageslicht nochmal ganz anders als auf Produktfotos oder Videos. Genau deshalb zeige ich dir in all meinen Reviews die Uhren auch im Tageslicht, damit du dir ein perfektes Bild von der Uhr machen kannst. Egal wie lange es dauert und wie viel zusätzliche Arbeit es macht. Abonniere also unbedingt den Kanal, wenn dir ehrliche und ausführliche Reviews wichtig sind, die dir die Uhr so originalgetreu wie möglich zeigen. Kommen wir zur Technik. Angetrieben wird die Tudor Blackback Chrono vom MT5813 Kaliber, welches dir eine Chronographen- und Datumsfunktion auf 6 Uhr bietet. Das Werk ist keine vollständige Eigenentwicklung von Tudor, sondern basiert auf dem B01 Breitling-Werk, welches auch beim Navitimer und dem Chronomat verbaut wird und wird dann von Tudor nochmals etwas angepasst und veredelt. Die Chronographendrücker sind verschraubt und müssen vor dem Betätigen aufgeschraubt werden. Das ist vielleicht etwas friemelig, dafür ist die Uhr aber wie allen anderen Blackbase auch bis 200 Meter wasserdicht. Die Gangreserve beträgt satte 70 Stunden und bietet somit auch Blackbase Standard. Die beiden Versionen am fünfgliedrigen Band besitzen die neue T-Fit-Schließe, die dir es ermöglicht, das Band schnell und einfach ohne Werkzeug zu kürzen. Die Qualität der Uhr ist erste Sahne. Die Uhr ist unglaublich hochwertig designt, egal ob man das Gehäuse anfasst, die Schließe oder die Chronographendrücker betätigt. Alles fühlt sich so an, wie es sein muss und wie man es erwartet, wenn man eine Uhr von so einem Hersteller in Händen hält. Das Zifferblatt ist hochwertig verarbeitet, das der blauen Variante ist dank Sunburst-Zifferblatt nochmals etwas aufwendiger gestaltet. Das Gehäuse sowie beide Stahlbänder, also sowohl das dreigliedrige als auch das fünfgliedrige, sind extrem hochwertig verarbeitet und extrem nah an den Rolex-Bändern. Das gilt vor allem für das fünfgliedrige Band, welches wie eingangs erwähnt aktuell nur der pinken und der blauen Variante vorbehalten bleibt. Schließt man hier die Augen und fährt man mit den Fingern über das Band, könnte man meinen, ein Rolex Jubilee-Band in Händen zu halten. Ein Unterschied ist hier nur noch in Nuancen vorhanden und kaum noch wahrnehmbar. Und das ist etwas, was Tudor wirklich extrem gut macht. Man hat auf der einen Seite eine extrem hohe Verarbeitungsqualität, die nichts vermissen lässt, und andererseits einen Preis, der deutlich niedriger ist als das, was man von namhafteren Konkurrenten erhält. Zum Preis und zum Fazit kommen wir in wenigen Augenblicken, doch vorher ganz kurz ein paar subjektive Dinge, die mir an der Uhr gefallen und einige, die ich nicht ganz so gut finde. Was mir an der Uhr gefällt, ist, dass sie eine ganz eigene Designsprache hat. Auch wenn viele behaupten, das hier wäre eine 1:1 Daytona-Alternative, so kann ich dem nicht zustimmen. Ich sehe hier nichts, was mich an eine Daytona erinnert. Außer vielleicht die Tachymeter-Lünette, die sehr ähnlich designt ist. Dass das Werk auf das B01 Breitling-Kaliber basiert und keine vollständige Eigenentwicklung von Tudor bzw. Kinesi ist, stört mich hingegen etwas. In dieser Preisklasse ist es mir persönlich wichtig, dass der Hersteller das Werk selbst kreiert hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Werk eine schlechtere Qualität hat. Im Gegenteil, das B01 Werk genießt einen extrem guten Ruf. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Uhren nicht alle gleich ausgestattet sind und dass das neue fünfgliedrige Armband inklusive T-Fit-Schließe nur der blauen und der pinken Variante vorbehalten bleibt. Wer eine schwarze Variante am fünfgliedrigen Stahlarmband haben will, schaut in die Röhre oder muss sich selbst darum kümmern. Das finde ich nicht so schön und macht in meinen Augen auch überhaupt keinen Sinn. Vielleicht wird es in Zukunft aber ja noch geändert. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Preis und Fazit. Die günstigste Variante am Textilband hat einen Listenpreis von knapp 5.200 Euro, die Variante am dreigliedrigen Armband liegt knapp über 5.500 Euro und für die beiden Versionen am fünfgliedrigen Armband werden etwas mehr als 5.600 Euro fällig. Das ist für einen Chronographen in dieser Qualität mehr als fair. Wer größere Uhren mag, bekommt hier, egal in welcher Farbe, einen eigenständigen, hochwertigen Chronographen, der sich vor größeren Namen wie Breitling oder Omega nicht verstecken muss und dank der eigenen Designsprache auch nicht wie ein Rolex Daytona abklatscht daherkommt. Wem das Ganze doch etwas zu wuchtig ist und nicht unbedingt einen Chronographen braucht, der schaut sich jetzt dieses Video an. Hier ist Tudor die wohl perfekte Taucheruhr gelungen, die so gut wie jeden Uhrenfan glücklich machen wird.